Ich bin Jordan aus der Firma Be My App und ich möchte gern euch beim Webinar Intel RealSense Technologie willkommen. Wir haben heute zwei besondere Speakers, Martin und Thomas, die euch die RealSense Technologie Entwicklungsmöglichkeit vorstellen werden. Und wir ermutigen euch während des Webinars Fragen zu stellen. Dafür zwei Möglichkeiten. Die erste ist durch die YouTube-Kommentare und die zweite durch den Q&A-Plugin direkt im Google Hangout. Ihr könnt auch unsere Live-Tweet-Session mit dem Hashtag Intel und RealSense folgen. Und jetzt gebe ich das Wort an Kerstin, Marketing-Manager bei Intel GmbH und sie wird die Speakers euch vorstellen. Viel Spaß bei dem Webinar. Ja, hallo, ich bin die Kerstin Monzel auch von Intel und wollte euch auch noch mal kurz willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid, um uns jetzt die nächste Stunde über die Intel RealSense Technologie, das SDK und unseren Wettbewerb zuzuhören. Bei mir ist die Monika Lischke, die in Deutschland für unsere Community-Programme zuständig Hallo. ist. Und rechts neben mir ist Antoine, er ist bei uns Application Engineer und wird euch gleich etwas über die Kamera erzählen. Hallo. Bevor wir loslegen, noch einmal bitte, wir wollen, dass das wirklich eine interaktive Stunde wird. Deswegen stellt auf jeden Fall alle eure Fragen. Und jetzt gebe ich weiter an Martin und Thomas, die sich selber kurz vorstellen werden. Ja, hallo. Hallo, hier sind Martin Förtsch und Thomas Endres und wir heißen da draußen alle herzlich willkommen heute zum Intel RealSense Webinar und ich hoffe, man kann jetzt uns auch sehen mit unseren Slides. Ja, Thomas, kannst du das machen? Ja, also, dann wollen wir beginnen. Sind wir auf Sendung? Kann man unsere Bildschirmfreigabe sehen? Noch nicht. Man sieht Kerstin dafür. Okay. Ja, also, wie schon angekündigt, wollen wir heute da draußen jeden animieren, Fragen zu stellen, wenn wir die Kameras vorstellen, die 3D-Technologie, die InterResense-Technologie. Und bevor wir loslegen, stellen wir uns zunächst einmal vor. An meiner Seite sitzt der Thomas Endres, IT-Consultant bei der TNG Technology Consulting GmbH und er ist auch seines Zeichens Intel Software Innovator für RealSense. Thomas ist studierter Informatiker, hat an der TU München studiert, ja, und er arbeitet, wie gesagt, als Consultant. Er gibt auf der Universität Landshut Vorlesungen und in seiner Freizeit ja, entwickelt er Applikationen mit Gestensteuerungen, wie er da zum Beispiel eine Software geschrieben hat mit zusammen, wo freihändig Drohnen ferngesteuert wurden. Und außerdem ist er noch an einigen Open-Source-Projekten beteiligt. Genau, ich werde jetzt kurz den Martin vorstellen. Martin ist, ja, es ist jetzt ziemlich dasselbe, auch IT-Consultant bei der TNG, ist ebenfalls Software-Innovator für die RealSense-Kamera und Martin hat ebenfalls Computer Sciences studiert, halt nicht an der TU, sondern in dem Fall an der Universität in Merseburg. Und neben seinem Consulting-Job, den er ja genau wie ich auch bei TNG ausübt, ist er halt auch in diese ganzen Drohnensteuerungsprojekte involviert. Genau, und wir versuchen in unserem Blog, den wir hier sehen, der ein nicht kommerzieller Technik-Blog ist, versuchen wir uns darauf zu konzentrieren, reale Objekte in der physikalischen Welt zu steuern über solche 3D-Kameras. Das ist unser Hauptfokus. Wir machen aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel Spiele mit 3D-Kameras. Genau. Ganz genau. Also wie Thomas schon gesagt hat, wir arbeiten unter anderem mit der Intel RealSense-Technologie, mit diesen 3D-Kameras. Viele denken dann immer erstmal an ja, Software, Spiele oder dergleichen. Wir haben das ganze Ding auf eine neue Ebene gehoben. Wir haben eine neue Art der Mensch-Maschine-Interaktion für uns entdeckt.
Das alles kann man nachlesen auf parrotsonjava.com. Da gibt es immer mal wieder Videos oder ja, Berichte von Konferenzen, auf denen wir aufgetreten sind oder. Ansonsten, ja, wir haben ja schon gesagt, wir arbeiten bei der TNG Technology Consulting. Besucht einfach mal tngtech.com und wenn ihr Bock habt, dann bewerbt euch oder was weiß ich. Ist ein, genau, ist ein Consulting-Unternehmen, spezialisiert auf ja, Informationstechnologien und dergleichen. Und wir sind jetzt nicht das Standard-Consulting-Unternehmen, sondern wir versuchen praktisch die Nerds unter den Informatikern einzusammeln und diese High-Professional-Nerds dann in Projekte zu integrieren, die Spaß machen und bei denen man sich richtig etablieren kann. Absolut. Gut, jetzt wollen wir erstmal zu dem Inhalt dieses Webinars etwas erzählen. Worum geht es hier eigentlich? Wir erklären euch erst einmal, was Intel RealSense-Technologie überhaupt bedeutet. Wir werden unter anderem klären, warum sich die Softwareentwickler überhaupt damit auseinandersetzen sollten. Und wir werden natürlich auch neue Technologien vorstellen. Es geht konkret hierbei um die Vorstellung der ja, zweiten Generation, würde ich jetzt einfach mal sagen, der zweiten Generation der Intel RealSense Kameras und werden auch schon mal ein paar technische Daten bekannt geben. Und wir werden euch Informationen darüber geben, über Entwicklerprogramme und der ja, Perceptual Computing bzw. Intel RealSense Challenge. Genau. Und da wir auch so ein bisschen Interesse daran haben, euch die einzelnen Bereiche zu zeigen, in denen man das einsetzen kann, werden wir darauf auch nochmal stärker eingehen und dann auch nochmal auf die einzelnen Bereiche, die Intel sich für die RealSense Challenge so überlegt hat. Ganz genau. Und hier steht es auch nochmal, wenn ihr Fragen habt, einfach Fragen stellen über die YouTube-Comments oder Hangout-Comments oder wie auch immer. Gut, Thomas, ja, beginnen wir. Da, was man jetzt noch natürlich dazu sagen muss, momentan ist das RealSense SDK noch nicht verfügbar. Es wird bald eine Public Beta geben. Diese Beta ist allerdings noch nicht ganz vollendet. Das heißt, wir sind momentan noch in der Phase, wo es Änderungen geben kann. Deswegen werden wir jetzt nicht genau auf die Syntax von spezifischen Eigenschaften eingehen. Dafür, denke ich, wird es dann auch eigene Webinare oder was auch immer geben. Also wir werden hauptsächlich ein bisschen was über die Kamera erzählen, ein bisschen was über die Technik dahinter. Und die ganz kleinen Spezifika, die werden dann zum Beispiel in der RealSense Challenge noch geklärt werden. Ganz genau. Okay. Ja, Thomas, wie sehen denn die letzten 30 Jahre eigentlich aus, wenn es darum geht, mit dem Computer zu interagieren? Was fällt uns da auf? Ja, wir hatten ja vor circa 30 Jahren diese kleine Revolution, dass wir auf einmal nicht mehr auf irgendwelchen Konsolen rumtippen mussten und nur noch Textausgaben hatten, sondern auf einmal klicken konnten. Also sprich, wir hatten die ersten grafischen User Interfaces und die wurden dann mit der Zeit auch immer weiterentwickelt. Also man hat es immer grafisch aufwendiger gemacht, aber im Wesentlichen hat man auch heute noch einen 2D-Desktop, auf dem man mit einer Maus rumklicken kann, genauso wie vor 30 Jahren. Also da hat sich relativ wenig getan, würde ich mal sagen, bisher. Da hast du absolut recht, wobei dann, ich sag mal, speziell mit dem Aufkommen wahrscheinlich auch der Smartphones im Jahr 2006, 2007, wo sie wirklich den Markt regelrecht erobert hatten, kann man zumindest sagen, dass sich dann in diesem Desktop-Bereich die Touchscreens ja, verbreitet haben. Aber wir wollen jetzt eigentlich über Gestenkameras reden und ja, genau. Das hat eigentlich erst in den letzten, ja, weiß nicht, 3, 4 Jahren erstmal so wieder richtig an Schub gewonnen, kann man sagen. Auf jeden Fall. Also die Idee gibt es natürlich schon länger, aber speziell jetzt mit den Intel-Programmen und dem tiefen Engagement des Intel jetzt in letzter Zeit für Perceptual Computing oder wie es jetzt heißt, RealSense, ja, gezeigt hat, ist da viel Neues entstanden. Genau, also 1995 war das noch ein Forschungsfeld. Es gibt im Deutschen Museum München ein Ausstellungsstück von Siemens, wo man ja, ein rudimentäres Gestensteuerungsgerät benutzen kann. Aber erst jetzt durchdringt es den Markt. Es wird in Laptops eingebaut. Jetzt wird es spannend und das wollen wir mit euch jetzt mal genauer anschauen. Okay. Genau. Erstmal so ein bisschen ein paar Fakten zum RealSense SDK an sich.
Wie bereits gesagt, Public Beta wird es bald geben, also namentlich würde ich mal sagen, drittes Quartal 2014. Was das RealSense SDK auszeichnet, ist, dass es relativ einfach zugänglich ist. Also man kann bereits mit sehr, sehr wenig Vorwissen in diese neue Welt einstarten, indem man einfach das Framework so, wie es ist, benutzt. Gleichzeitig haben wir aber auch die Möglichkeit, wenn man jetzt Experte im Umfeld der Natural User Interfaces ist, dann kann man sich in das Framework rein integrieren und praktisch eigene Algorithmen dafür setzen und die Tiefenkamera so auslesen, wie man sie selber benötigt. Also es ist erweiterbar, wenn man denn schon ein bisschen was in dem Feld gemacht hat oder wenn man ein bisschen stärker sich dort integrieren will, aber einfach für die Anfänger, die ganz neu damit beginnen. Ja, was den Support angeht, es wird in dem Fall Windows 8.1 unterstützt und in der Pipeline ist außerdem, dass das Android-Betriebssystem unterstützt werden soll. Allerdings gibt es dafür für mich noch keinen konkret genannten Zeitplan, wann genau das rauskommt. Da wird sicherlich in den nächsten Wochen nochmal eine gesonderte Information herauskommen. Genau. Man versucht mit diesen Kameras natürlich eine breite Basis an Kunden zu erreichen. Und das kann man dadurch erreichen, indem viele Laptop-Hersteller die Kamera in ihre Laptops integrieren werden. Das heißt, da kommen wir dann später nochmal genauer darauf zu sprechen, aber innerhalb der nächsten Monate und Jahre wird es eine immer breitere Basis für dieses SDK geben und man kann damit immer mehr Leute erreichen. Ja, wenn es ums App geht, dann gab es ja so eine kleine Revolution mit diesen App-Stores, die vor ein paar Jahren rauskamen. Da gibt es jetzt einen Windows-Store, es gibt auch den Android-Store und so weiter und so fort. Das Problem bei diesen Stores ist aber immer, war es schon immer und ist es auch, und ist es jetzt heute erst recht, dass man nicht wirklich aus der Menge der Apps herausstechen kann. Und hier hat man halt mit der Gestensteuerung so eine ganz neue Möglichkeit. Man kann also jetzt in einem Markt vordringen, wo es vorher noch relativ wenige Apps in dem Bereich gab. Und das wird, denke ich mal, schon noch gewisse neue Möglichkeiten eröffnen, um die Kunden zufriedenzustellen. Ja, was jetzt natürlich auch noch der Fall ist, ist, dass wir mit diesem neuen RealSense SDK bereits Integrationen in alle möglichen bereits vorhandenen Sprachen und auch Frameworks und sogar in die Game Engines haben, die man so normalerweise benutzen würde. Also wir denken so an C#, wir denken sowas wie an Unity und so weiter und so fort. Aber dazu werden wir später nochmal ein bisschen genauer kommen. Genau. Ja, gut. Was können wir eigentlich sagen, was diese RealSense-Technologie im Wesentlichen erkennt? Ja, wir können das ganz kurz machen. Es gibt vier Input-Möglichkeiten, auf die man es hinunterbrechen kann, und zwar die 3D-Kamera, diese RealSense-Technologie erkennt Hände, Gesicht, Sprache und die Umgebung. Bei der Hand kann man sagen, wir machen jetzt mal einen Vergleich zur Vorgängerkamera, also der ersten Generation. Da war es im Wesentlichen so, dass man die Hände erkennen konnte und die Finger vielleicht noch auseinanderhalten konnte. Und mit der neuen RealSense-Technologie kann man bis zu 28 da kommen wir in der nächsten Folie Gelenke sozusagen erkennen von den Fingern. Die Genauigkeit hat sich hier sehr stark weiterentwickelt. Wollen wir einfach auf die nächste Folie gehen, wo wir dann im Detail kurz erklären, was denn eigentlich alles so erkannt wird. Genau. Schauen wir also nochmal einen kurzen Blick auf die Hände. Also es geht halt beim Handtracking darum, dass man zum einen die Hand erkennt, zum anderen die Finger erkennt. Das machen andere Kameras zwar auch, aber diese 22 Punkte auf einer Hand zu erkennen, das ist schon was Besonderes. Also man kann halt nicht nur einzelne Finger erkennen, sondern man kann auch die einzelnen Knöchel an den Fingern erkennen und noch ein paar mehr Punkte, die man so braucht. Genau. Dann gibt es auch schon so eingebaute Gesten, die können zum einen statisch sein, also statische Gesten wäre so ein typisches Beispiel der klassische Thumbs Up, also
einfach nur, wie sind die Finger gegeneinander ausgerichtet. Oder halt dynamische Gesten, dass man zum Beispiel eine Wischgeste macht. Wischgeste, ja genau. Es gibt ja auch diese vordefinierten Gesten, gibt es ja auch schon. Wir haben ja wie die Daumen-Hoch-Geste, ein High-Five oder ein Peace-Zeichen. Und auch die Zahlen 1 bis 5, die man mit der Hand darstellen kann. Gut, das ist... ja. Das gibt es, genau. Ansonsten haben wir dann noch die Gesichtserkennung und das Tracking. Und was können wir hierzu sagen? Zunächst einmal wird ein Gesicht als solches erkannt. Weiterhin kann man auch unterschiedliche Gesichter voneinander unterscheiden. Das heißt, man könnte das als eine Art, ja, wie soll ich sagen, Identifizierung noch verwenden. Also wer schaut denn gerade in die Kamera hinein? Welche Person? Wir haben außerdem eine 78-Punkt-Landmark-Detection. Also da erkennt man dann zum Beispiel einzelne Punkte auf der Nase oder man erkennt halt den Mund und solche Geschichten. Genau. Mit Hilfe dieses Features lassen sich natürlich dann auch Emotionen praktisch feststellen. Also wenn ich halt fröhlich bin, dann sind halt die Mundwinkel entsprechend etwas höher gezogen. Das heißt, diese Landmarks sind... ja, etwas nach oben gezogen. Dadurch kann man dann ja entsprechend, wenn man das alles verbindet und interpretiert, entsprechenden Emotionen zuschreiben, ob man jetzt traurig ist oder sich freut oder... oder perplex, weil man gerade so ein komisches Webinar mitmacht. Ja, ganz genau, richtig. Ja. Oder ihr von diesen Informationen extrem überrascht seid. Genau. Ansonsten, wir haben hier noch als Feature die Pulse Estimation, also die Erkennung des Pulses. Ich war ehrlich gesagt, das wird wahrscheinlich anhand der Adern in den Schläfen gemacht, würde ich mal sagen, weil die Kameras, die verwendet werden, haben eine sehr, sehr hohe Auflösung mittlerweile. Das Vorgängermodell hatte eine 320x240 Auflösung gehabt für die Tiefenkamera. Ja. Und es wird jetzt dementsprechend auf VGA hochgehoben, aber dazu kommen wir dann in den nächsten Folien. Noch ein bisschen genau. Aber die ermöglichen dann praktisch solche Möglichkeiten, solche neuen Features, die vorher noch nicht möglich waren. Genau. Und wenn man jetzt mal die Gesichter und die Gesichtszüge erkannt hat, dann kann man sie natürlich auch eindeutigen Personen zuordnen. Und das wäre dann das, was unter Face Recognition fällt. Man muss natürlich sagen, das kommt noch nicht in der jetzigen Beta-Phase, sondern es wird ein bisschen später kommen, genauso wie die Emotion Recognition. Aber es ist fest in der Pipeline eingeplant und in die Richtung wird es auch gehen. Ja, gut, bei der Spracherkennung, da kommen so alte Bekannte wieder vor. Also man kann entweder in Command and Control das Ganze bedienen, also bestimmte Wörter sagen, also okay Intel oder sowas. Und dann halt zum Beispiel in den Dictation-Modus wechseln, wo man dann einfach frei von der Leber runterreden kann und sich... dann einfach jedes Wort erkannt wird. In die andere Richtung geht es natürlich auch, sodass man den Text, den man gesagt hat, dann auch ausgegeben bekommt und es wirkt dann auch nicht so aufgesetzt wie bei Microsoft Mary oder sowas. Ja, also man sieht hier schon, dass praktisch mit der Intel RealSense-Technologie, also gerade mit dieser neuen Kamera, schon ein bisschen versucht wird, so die, ja, man kann sagen, eierlegende Wollmilchsau auf den Markt zu bringen. Was man gut daran erkennt, dass man halt die Handgesichts- und die, auch die Spracherkennung hat. Ja, und jetzt ganz neu noch die Umgebung mit einbezieht. Also hier sind wir dann bei Themen wie Segmentation, 3D-Scannen und Augmented Reality. Vielleicht sollten wir zu diesen Features kurz erklären, was das eigentlich im Wesentlichen bedeutet. Also Segmentation könnte zum Beispiel bedeuten, ich befinde mich vor der Kamera und die Kamera ist jetzt in der Lage, im Segmentation-Modus, sage ich jetzt einfach mal, den Hintergrund zu entfernen, so dass ich nur von der Kamera als solches wahrgenommen werde. Das hat den Vorteil, wenn ich mal so ein paar kleine Effekte machen möchte, muss ich nicht vor einem Greenscreen sozusagen stehen, sondern kann meine ganz normale Umgebung, mein unaufgeräumtes Zimmer benutzen und ja, vielleicht ich springe dann rum und hinter mir ist eine Berglandschaft oder so zu sehen. Genau. Die so tricktechnisch. Ja, was man natürlich auch noch machen kann, und hier geht es dann in den Bereich nicht der User-Facing-Kamera, also man schaut nicht in die Kamera rein, sondern man schaut von der Kamera weg praktisch, man schaut in dieselbe Richtung wie die Kamera. Und in dem Fall kann man dann so Scanning-Jobs machen. Also sprich, man könnte zum Beispiel eine kleine Figur, die auf dem Tisch steht,
abscannen, daraus ein 3D-Modell erstellen, aber darauf kommen wir dann später auch nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Wenn man schon so ein Objekt erkannt hat, kann man es natürlich dementsprechend auch gleich tracken und das kann man dann auch weiterverwenden für solche Dinge wie Augmented Reality oder halt sowas, um die Szene dann wirklich zu verstehen und zu begreifen und zu erfassen an sich. Ganz genau. Das, Scannen praktisch von, ich sage jetzt mal, dem Gesicht und der Mundpartie oder so, könnte auch interessant sein, wenn man irgendwelchen 3D-Figuren in irgendeinem, wie heißt das, Blender oder so, wo solche Trickfiguren erzeugt werden, wie bei diesen Pixar-Movies oder so, da könnte man den Leben einhauchen, indem praktisch ich vor der Kamera stehe oder sitze, ich rede und spreche und diese Figur würde das dann praktisch in Echtzeit alles nachmachen. Das sind auch denkbare Anwendungen zum Beispiel. Genau. Okay. Ja. Jetzt wird. Ja, wir sind jetzt hier bei Intel RealSense 3D-Kamera für Windows, Design for Close Range Interactions. Was heißt das? Also, die Kamera ist im Wesentlichen darauf ausgerichtet, dass sie auf den Benutzer zeigt und in einem Abstand von 20 cm bis 120 cm Gesicht, Hand und dergleichen feststellt. Genau. Man sieht schon, die Kamera arbeitet in einem bestimmten Winkelbereich, der so für Webcams auch ganz üblich ist, also 55 Grad horizontal, 70 Grad vertikal. Der Bereich, das ist jetzt die User-Facing-Kamera und in dem Bereich kann man bis zu einem Meter ganz gut arbeiten. Und man sieht schon, hier diese neue Kamera, die ja, wie der Martin schon richtig gesagt hat, so eine eierlegende Wollmilchsau sein will, die umfasst halt ein sehr großes Spektrum an Features, wo andere Technologien halt nicht in diese Feature-Tiefe hineingehen. Gut. So, aus der Regie kommt gerade, dass eine Frage hineingekommen ist. Nicht? Achso. Okay, wir übergeben jetzt das Wort an Jordan. Okay. Ja. Das ist Jordan hier. So, wenn ihr Frage für die neue Viewers, die da sind, sie können auch gerne Frage stellen in die YouTube-Kommentare und auch durch den Plugin Q&A innerhalb von Google Hangouts. Und jetzt wird Antoine sprechen von Intel-Seite. Und er wird die nächsten Slides auf Englisch erklären. Antoine, du bist dran. So, jedermann, also, es tut mir leid, mein Deutsch ist noch nicht so gut, um technische Sachen zu erklären. Deswegen werde ich ja im Englisch zu wechseln. So, I wanted to talk to you guys about the depth camera that's going to be integrated in quite a lot of ultrabooks and laptops and tablets coming to market end of this year. So you have in front of you a picture of it, which mainly shows how small it's going to be. And it's actually only 3.75 millimeter thick. And that's how it's going to be. That's the reason why it can be in our next generation PCs. So if you want more information about like what's inside, so from left you have first the module connector, then USB imaging ASIC, infrared camera, SoC color, and then the bigger black box on the right is a IR laser projector. Basically, all this sensor allows us to have a quite a lot of data type. So depth, texture mapping, infrared, which allows us to not only have color picture, but also depth picture of what's going on in front of the screen. So now switching to next slide.
Okay, sorry. So let's talk a bit more about the camera. It's has up to full HD resolution, and the depth camera is VGA resolution, which is 6x480 at 60 FPS. As they were saying in the previous slide, the camera has quite large field of view, 70 degrees vertically and 55 degrees horizontally. It's supposed, as there's a depth sensor, you can use the camera indoor and outdoor, which is one of the good. I think we lost the sound. Maybe we get back to you, Martin or Thomas. Yeah, we are here. Okay, so we will continue with this slide. Yeah, so let's just focus on the camera features for a little bit more, because I Entschuldigung, ich wollte auf Deutsch. Wir wollten ja noch ein bisschen auf die Kamera-Features eingehen, denn es hat sich einiges verändert gegenüber der alten Kamera. Die 1080p RGB-Kamera ist schon ein gutes Stück besser als die 720p-Kamera, die der Creative Gesture Cam damals noch hatte. Was natürlich auch ein bisschen gesteigerte Anforderungen an die Hardware mit sich bringt. Was wir auf jeden Fall brauchen für die neue Kamera ist ein USB 3-Port, und wir brauchen auch dafür noch einen Intel Core Prozessor der vierten Generation, also ein Broadwell, damit das Ganze funktionieren kann. Okay. Okay. Ja, das SDK. Was hat es denn für Voraussetzungen, dass wir die Intel RealSense-Technologie benutzen können? Und da fangen wir erstmal an mit dem Prozessor. Und zwar ist es so, dass wir bei der neuen Kamera den Broadwell-Prozessor brauchen, also einen Prozessor der vierten Generation. Wir haben bereits erwähnt, dass wir Microsoft Windows 8.1 brauchen und Android in Planung ist. Und bei den unterstützten Sprachen, ja, da denkt man sich natürlich immer als allererstes C++. Da C-Sharp im Wesentlichen nur ein Aufbau auf C++ ist, kann man C-Sharp logischerweise auch gleich damit verwenden und es funktioniert praktisch nahtlos. Wir haben aber auch ein paar neue Sprachen, die jetzt praktisch neu dazugekommen sind und über die wir als Parents on Java auch ziemlich glücklich sind, nämlich zum einen JavaScript, sodass man auch seine Web-Applikationen praktisch jetzt um Gesten erweitern kann, und jetzt auch Java, ein Feature, das wir persönlich auch sehr, sehr toll finden, das für JDK 1.7 halt ab Update 11 möglich ist. Genau. Bei den IDEs kann man natürlich... Vielleicht noch zu den Sprachen. Das ist nämlich nochmal ein interessanter Punkt. Da werden wir gleich nochmal was Interessantes erzählen. Das war, die Java-Unterstützung gab es auch schon bei der Kamera der ersten Generation. Allerdings hat sich beim Konzept, wie man die Daten abgreift, die Gestenkontrolldaten, da hat sich einiges verändert. Da müsst ihr mal dranbleiben. Das wird gleich nochmal sehr interessant werden. Genau. Die IDEs, ich meine jetzt ganz ehrlich, supported IDEs, also ja. Nehmt was immer ihr wollt. Ihr könnt ja, man kann ja auch Programme mit Notepad schreiben. Das ist jetzt vielleicht nicht so lustig, aber gehen du das. Ja. Anyway, ansonsten. Interessanter wird es wieder bei den Development Tools, also bei dem Support für Frameworks und so weiter und so fort. .NET ist natürlich das, an das man für C Sharp als erstes denkt. Bei Spielentwicklung ist es die Unity Game Engine, die hier ziemlich stark unterstützt wird, aber es sind auch ein paar andere Frameworks, die noch zusätzlich
dafür sorgen, dass wir das Ganze ein bisschen runder wird. Also wir haben das Processing Framework, Open Framework, Havok und so weiter und so fort. Also das kann man alles nachher nochmal ein bisschen nachlesen. Aber es gibt auf jeden Fall eine breite Unterstützung an Frameworks und das ist ja an sich keine schlechte Sache. Jo, ja, wenn man jetzt an so zusätzliche Features denkt, dann denke ich mir halt als erstes mal, wie sieht das Ganze mit mehreren Applikationen aus? Die kann die RealSense schon mal unterstützen. Also wir können mit mehreren Applikationen gleichzeitig auf die Daten zugreifen und dann auch verschiedene Modi der Kamera damit benutzen. Also meinetwegen benutzt eine Applikation Finger-Tracking und dazu noch das Gesichtstracking und eine verwendet die Sprache und auch nochmal Finger-Tracking. Whatever. Ja, damals war es halt noch so, dass die Kamera der ersten Generation mehr oder weniger den, also exklusiv für eine Anwendung geöffnet wurde und demzufolge für andere Anwendungen im Prinzip nicht mehr funktioniert hat. Und das wird aber durch ein neues Konzept praktisch jetzt ermöglicht, und zwar werden die Gestendaten über eine Socket-Verbindung abgerufen. Und da wollen wir dann gleich nochmal was dazu erzählen. Genau. Ansonsten, was das Energiemanagement angeht, die Applikationen können Power-Management selber betreiben und können dann dementsprechend halt dafür sorgen, dass der USB-Port jetzt nicht immer mit Höchstleistung zieht und bestimmte Features halt dann ausgeschaltet werden können. Wie bereits gesagt, das Extensible Framework sorgt dafür, dass man eben nicht auf das festgelegt ist, was out of the box mitkommt, sondern man kann neue Usage Modes, also neue Modi für die Verwendung noch zusätzlich hinzufügen, neue Algorithmen hinzufügen und es geht sogar, dass man an alternative Devices mit den bestehenden Mitteln nutzt. Aber das ist alles die Extensibility, die hier ganz groß geschrieben wird. Genau. Ansonsten, sobald Zugriff auf die Kamera angefragt wird, da gibt es noch das Privacy Notification Tool, dann wird man darauf hingewiesen, zum einen, weil zumindest bei der ersten Generation ein Lämpchen geblinkt hat und das Betriebssystem dann nochmal gemeldet hat, Achtung, die Kamera ist jetzt aktiv. Genau. Ja, wir haben uns gedacht, es könnte vielleicht ganz nett sein, wenn wir jetzt einen kleinen Blick mal darauf werfen, wie das technisch eigentlich funktioniert. Also wie geht es überhaupt, dass eine Kamera überhaupt Gesten erkennt? Also ja, und da haben wir jetzt ein besonderes, wollen wir ein Verfahren vorstellen, das die RealSense-Kamera halt verwendet. Wir gehen darauf nur ganz, ganz kurz ein, weil wir das jetzt nicht in aller Breite erklären können in der Kürze der Zeit. Wer das genauer erklärt haben will, kann sich gerne eine unserer Veranstaltungen, zum Beispiel auf der OOP im Januar, anschauen. Aber was tut so eine Kamera jetzt? Also wir schicken kleine Lichtteilchen los, also Photonen. Und wir messen praktisch, wie lange die brauchen, um zu dieser 3D-Surface auf der linken Seite zu kommen und wieder zurück. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Zum einen könnte man jetzt kleine Lichtstöße ausschicken und dann einfach schauen, wie lange die brauchen, bis sie beim Detektor so ankommen. Das zweite Verfahren baut auf einem anderen Prinzip auf, nämlich dass ein Lichtteilchen nicht nur ein Teilchen ist, sondern auch eine Welle. Und dann kann man eine sogenannte Phasenverschiebung zwischen der ausgehenden und der einkommenden Welle einfach messen. Genau. Ja. Gut, jetzt kommen wir zu dem Feature, was wir vorhin schon mal kurz angedeutet hatten. Und zwar im Vergleich zur ersten Generation, wo die Daten exklusiv für eine Anwendung bereitgestellt wurden, weil man sich praktisch mehr oder weniger direkt mit der Kamera verbunden hat, ist es jetzt so, dass die Kommunikation über ein Socket geschieht. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte, die wir damals durch unser Open-Source-Projekt mit parrots-on-java.com erst implementieren mussten. Das wird jetzt praktisch nativ mitgeliefert mit dem neuen SDK. Das heißt, die Kamera wird angeschlossen und sämtliche Gestendaten werden über diesen Socket
geschickt und ich kann sie abgreifen. Und das hat den ganz genialen Vorteil, dass man mit jeder x-beliebigen Programmiersprache arbeiten kann, solange sie die Socket-Kommunikation unterstützt. Also vor allem die Web-Socket-Kommunikation. Also ganz genau. Typisches Beispiel ist halt HTML5 und JavaScript, aber dieser Unity Web Player, der ja auch im Browser läuft, wird auch gleich out of the box unterstützt. Ja. So, wir bekommen gerade aus der Regie eine Frage. Und zwar über die Größe der Kamera. Ganz genau. Also sie ist im Vergleich zu bisherigen Kameras sehr, sehr klein. Ja, ja. Ich beantworte jetzt die Frage zur Frage der Kamera. Das ist in Ordnung? Gut, ja. So, as you can see on the slide 13 of the deck, if you go back a bit in the video, the camera is really, really small. The exact dimensions are 110 millimeter wide, 12.5 millimeter high, and 3.75 millimeter thick. So it would eventually come and be integrated in tablets. Okay. Okay, wir sind zurück. Ja, was die Größe angeht, also danke für die Information. Allerdings werden die Nachfolgekameras noch wesentlich kleiner. Also man hat, genau. Also sie werden im Wesentlichen auf dem Monitor angebracht, die Peripheriegeräte, also die Peripherie 3D-Kameras. Per USB angeschlossen. Allerdings hat man schon im Internet bei einigen Webseiten, TechCrunch und wie sie alle heißen, gesehen, dass es kleinere Nachfolgeprodukte geben wird, die dann auch in Tablets eingebaut werden. So, ja, also wir hatten ja das mit der Kommunikation schon gehabt. Genau, wir können dann also praktisch HTML5-Anwendungen mit JavaScript schreiben und Gesten benutzen. Das ist super, weil kann man schön Online-Games machen. Genau. Was jetzt natürlich auch noch geht, ist, dass wir das Ganze in Unity integrieren. Und Unity hat ja dieses Konzept, dass man möglichst wenig Code schreibt und Dinge immer mit Skripts verbindet. Und dafür gibt es schon vorgefertigte Skripts, die hier verwendet werden können. Wir sind jetzt bei weitem keine Unity-Experten, aber wir können so ein bisschen was dazu sagen. Also wir können einzelne Game-Objekte halt mit solchen sogenannten Action-Scripts verbinden. Das heißt, wir können dann zum Beispiel anhand von einer Gestensteuerung meinetwegen den Kopf von bestimmten Charakter drehen oder was auch immer. Und man kann dann auch dementsprechend nicht nur die Scripts verbinden, sondern auch bestimmte Regeln damit assoziieren. Okay. Jo, ja, wozu eigentlich? Warum sollten Entwickler sich um Gestentechnologien scheren? An Anfang steht natürlich immer die Frage, was sind denn klassische Anwendungsgebiete? Es gibt ja heute schon in den Wohnzimmern zum Beispiel ja, gestengesteuerte Unterhaltungsgeräte, wie zum Beispiel Smart TVs. Interaktive Filme könnte auch noch ein Use Case sein. Ja, genau. All diese Anwendungsfälle werden mit der RealSense möglich, gerade wenn wir jetzt nicht an die User-Facing-Kamera denken, sondern an die Scene-Facing-Kamera. Ganz genau. Und klassischerweise, wie immer, klar, bei Spielen. Ganz klar. Genau. Richtig. Ja, die Möglichkeiten, das Ding, die neuen Kameras zu integrieren, sind natürlich auch sehr, sehr breit. Also man kann jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, sie in den Laptops und den Tablets zu verbauen, und in dem Fall kann man sie dann für verschiedenste unterschiedliche Use Cases verwenden. Also ich kann zum Beispiel bestehende Applikationen um Gestensteuerungen erweitern, um damit praktisch so ein bisschen Productivity-Apps zu bauen, die das Ganze ein bisschen effizienter gestalten, die Bedienung. Man kann natürlich auch aufpassen, dass die App erkennt, dass ein User vor ihm ist oder welcher User vor ihm ist, und dann ihm dementsprechend gleich die richtigen Inhalte präsentieren oder das Ganze sogar als irgendeine Art von Password Protection hernehmen. Genau. Da ja diese Geräte dann in der nächsten nahen Zukunft in Laptops und Tablets eingebaut werden,
muss man sich halt auch vorstellen, dass dadurch der Markt gewissermaßen der potenziellen Nutzer sich erhöht. Also erstmal wird die Anzahl der User steigen, die mit dieser Technologie in Kontakt kommen. Und dann kommt natürlich auch die Nachfrage bei den Softwareentwicklern, die dann entsprechend sich einen Kopf machen, Ideen machen, wie man diese Technologie denn in coolen Anwendungen einsetzen kann. Okay. Ja, weiter natürlich der Klassiker, das sind einfache Games, also Spiele oder Infotainment, Entertainment. In diesen Bereichen kann man natürlich viel machen. Von User Detection über, dass man es praktisch für solche Spiele, wo man den ganzen Körper einsetzt und so weiter und so fort. Auch hier gibt es natürlich breite Anwendungsgebiete. Genau. Ansonsten kann man sowas zum Beispiel auch in Präsentationen verwenden, wenn man eine Präsentation hält. Das haben wir auch schon erfolgreich bei unseren Konferenzauftritten geprobt und Thomas hat es schon gesagt, OOP im Januar 2015 oder jetzt diesen Monat in San Francisco bei der Java One. Da könnt ihr euch das live angucken. Ja, genau. Wir haben es jetzt hier schon geschrieben. Benutze deine Hand wie einen virtuellen Laserpointer. Klar, es ist alles möglich. Das macht zumindest für uns Sinn, wenn wir diese Technologie da demonstrationshalber mal einsetzen. Aber wir werden euch gleich ein paar coole Beispiele zeigen, die wir implementiert haben, um die Genauigkeit auch von dieser Technologie also zu zeigen. Vielleicht ein etwas anderer Anwendungspunkt, der vielleicht am Anfang ein bisschen überraschend ist, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, eigentlich sehr sinnvoll, und zwar in der Medizin. Frei nach dem Motto, jeder Handgriff des Arztes, der einen Knopfdruck weniger zur Folge hat, ist ein gewonnener Knopfdruck. Warum? Weil die Sterilität gewahrt wird. Und dafür könnte man sich auch solche Anwendungen vorstellen, dass man diese Kameras benutzt und mit Gesten in irgendeiner Weise ja, Bilder vergrößert oder dreht und so weiter und so fort. Ja, nachdem wir jetzt ein bisschen auf die Anwendungsgebiete eingegangen sind, wollten wir noch ein bisschen erläutern, was Intel sich vor allem für die RealSense Challenge überlegt hatte und ein paar Anwendungsgebiete speziell für die RealSense durchgehen. Also da wären zum einen mal immersive Kollaboration, wie es so schön heißt. Da kann man sich darunter vorstellen, dass man, wie bereits vorher mal kurz erwähnt, den User aus dem Hintergrund rausschneidet und in einen neuen Hintergrund reinsteckt. Und dann kann man über Kollaboration zum Beispiel gemeinsam an einem kleinen Objekt arbeiten, wie zum Beispiel, wie man es hier so schön sieht, um die einzelnen Teile hier zu vermessen, zum Beispiel. Der zweite Bereich wäre das Interact Naturally. Da geht es jetzt weniger um ein konkretes Anwendungsgebiet als um einen generellen möglichen Anwendungsfall. Man kann also natürlich mit der Umgebung interagieren und dafür hat Intel bereits einige Möglichkeiten geschaffen. Sie haben bestimmte Guidelines für die Entwickler und mit diesen User Experience Guidelines kann man halt Fehler vermeiden, über die man sonst wahrscheinlich ziemlich sicher oder ziemlich wahrscheinlich gestolpert wäre. Ja, natürlich für Spiele ist diese Technologie sehr gut geeignet, sogar wahrscheinlich auch primär geeignet. Besteuere deine Spiele mit Gesten, mit der Sprache, erweitere sie um Augmented Reality Features und dergleichen. Man kann sich vorstellen, wie man hier auf dem Bild sieht, dass man eine Art Sportspiel spielt. Und das Schöne ist, im Vergleich zu den Spielkonsolen, wie es 2006 noch nötig war, dass man immer einen Controller in der Hand hatte, geschieht hier einfach alles freihändig. Man hat keinen Controller in der Hand. Ansonsten, das hat mir schon angesprochen, man stelle sich vor, diese Kameras werden in naher Zukunft in die Tablets integriert und man könnte sich vorstellen, einfach Objekte von einem Tisch abzuscannen, sie an seinen 3D-Drucker zu schicken und sie einfach auszudrucken. Das ist alles möglich. Das geht der Kreativität sind praktisch keine Grenzen gesetzt, kann man sagen. Genau, und ein letzter Bereich, den ich noch ein bisschen hervorgehoben sehen will, ist so das Learning und Edutainment. Also in dem Bild sieht man jetzt, dass die Kinder hier eine Seite im Buch abfotografiert haben und dann damit
spielen können und praktisch auch auf diese Art und Weise ein interaktives Lernspiel betreiben können. Und so verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen dem Lernen und der Augmented Reality, und somit kann man spielend was beibringen. Ja, jetzt haben wir viel, viel erzählt. Jetzt mal Butter bei den Fische. Was haben wir gemacht? Ja, wir haben eine Demo gemacht, damals vor einem Jahr bei der Perceptual Computing Challenge. Also Perceptual Computing heißt ja jetzt Intel RealSense. Und bei diesem Wettbewerb in München hatten wir uns gedacht, ja, warum nicht einfach mal eine Parrot AR Drone mit der RealSense-Technologie fernsteuern. Und ja, haben wir auch gleich den Intel Perceptual Computing Pioneer Award gewonnen. Das war natürlich total cool. Schauen wir uns doch mal kurz ein YouTube-Video dazu an, damit man eine Idee davon hat. Ja. This was that. So, was wir jetzt hier sehen, ist die erste Generation der Kamera, das sei noch dazu gesagt. Wir reden ja jetzt schon von der neuen Generation. Und wir sehen hier aus der Sicht der Kamera gerade, wie ich die Drohne fernsteuere. Sie ist auf mich gerichtet, meine Hände werden erkannt und wir haben dort einen roten und einen blauen Punkt hineingezeichnet, wo die Kamera meine Hände erkennt. Und ihr könnt sehr gut erkennen, dass ich damit die Drohne fernsteuern kann. Und zwar in sämtliche Richtungen. Nach vorne, zurück, hoch, runter. Ich kann in der Luft drehen mit dem Yaw Control. Kann man hier wunderbar sehen. Genau. Und das ist im Wesentlichen, das halte ich jetzt kurz an, was wir damals gemacht haben. Und das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen Real-World-Objects steuern mit diesen Kameras. Und aus diesem Grund sind wir dann gleich weitergegangen und haben jetzt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum ein Exponat entwickelt, mit dem die Zuschauer praktisch selbst oder die Museumsbesucher selber steuern können und so Gestensteuerung in the first place erleben können. Genau. Also dieses Dauerausstellungsexponat ist geplant, dass das dann so gegen Ende des Jahres im Deutschen Museum dann öffentlich gemacht wird. Auch hier noch ein kleines Video, damit ihr eine Idee davon habt. So, Thomas, go. Und starten wir das Video. So, auch hier kann man wieder sehr gut sehen, wie Thomas vor der Kamera positioniert ist und diesen kleinen Thymio 2 Roboter fernsteuern kann. Genau. Okay. Gut. Dann zurück in die Präsentation. Genau. Moment. Ich wollte nur sagen, dass ich werde die beide Link zu die YouTube-Video in die Kommentare von unserer Hangout posten. Ja. Okay. Vielen Dank. Okay. Ja. Wir haben jetzt über die Demos geredet, über die Do's und jetzt noch was zu den Don'ts. Also was sollte man nicht tun? Also man sollte diese Kameras nicht verwenden, wenn es um sicherheitsrelevante Anwendungen geht. Also wir haben zwar vorhin gesagt, es könnte in der Zukunft für Remote Surgery, also der Operation von Menschen in der Entfernung, durchaus gebraucht werden. Allerdings ist das vielleicht jetzt noch keine gute Idee, weil natürlich da noch viele Jahre Forschung hineingehen müssen, bis diese wahnsinnig genaue Präzision, die dann in der Medizin gebraucht werden würde, vorhanden ist. Genau. Genauso ist es momentan auch noch keine allzu gute Idee, das zu verwenden, oder es ist generell keine gute Idee, es zu verwenden, wenn es einen viel, viel effizienteren Weg gibt. Also wenn man zum Beispiel eine Tastatur hat, dann sollte man nicht versuchen, diese Tastatur zu ersetzen durch irgendeine Gestensteuerung zum Beispiel. Wenn man dann halt das Zehnfache an Zeit braucht oder so, genau. Genau. Man sollte es auch nicht benutzen, nur weil es cool ist. Man sollte es aber benutzen, wenn ihr eine coole Idee damit habt. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, der Markt wird richtig krass wachsen. Diese Geräte werden in die Laptops eingebaut, mitgeliefert, in die Tablets. Das heißt, die Nachfrage an Entwickler, die sich damit auskennen und entsprechende Anwendungen schreiben, die wird kommen. Gut. Ziehen wir noch ein kleines Fazit. Wir werden in nächster Zeit dank
vor allem der vielen Hersteller, die diese neue RealSense-Technologie in ihre Laptops integrieren, viel, viel mehr Gestensteuerung sehen. Man muss sich aber immer dazu sagen, wie vorher schon erwähnt, die Simplizität eines Knopfes ist einfach ungeschlagen. Ungeschlagen, ja. Das ist einfach so. Aber es gibt halt einfach Anwendungsgebiete, wo es sehr intuitiv ist. Ja. Und bei der Drohnendemo, also dem freihändigen Steuern der Drohne, haben wir sehr oft das Feedback bekommen, dass es sehr intuitiv ist. Und das hat die Leute fasziniert, weil die das einfacher zu steuern fanden, wie mit der Tastatur sozusagen. Abschließend kann man jetzt noch sagen, also weniger ist mehr, nur dann sollte man Gesten verwenden, wenn es natürliche Gesten sind, das heißt, wenn es natürlich von der Hand geht, diese zu verwenden. Ganz genau. Und vielleicht noch ein Hinweis, das haptische Feedback bei solchen Gestensteuerungen ist praktisch eine Herausforderung und da gibt genau, ist noch eine Herausforderung, aber selbst da gibt es schon Forschungsgebiete. Gut, wir übergeben das Wort an Kerstin. Nicht ganz, Monika hier. Ich wollte ein bisschen was über das Intel RealSense Developer Program ansprechen. Also ich bin für das Community Engagement in Deutschland verantwortlich. Neben RealSense mache ich auch noch Android, IoT und Windows. Das sind so die Hauptthemen, für die ich verantwortlich bin. Und ich wollte euch einfach nur mal einen kurzen Überblick geben. Also das eine ist natürlich, wir haben online Unmengen an Ressourcen auf Deutsch, vieles auch auf Englisch. Also wir haben einige Artikel, besonders die technischen, die nicht alle zwangsweise auf Deutsch übersetzt werden. Aber ich gehe davon aus, dass das alles verständlich ist. Dann haben wir natürlich Support-Foren, in denen Intel-Mitarbeiter eure Fragen beantworten. Gerade wenn es dann um die Challenge geht, wenn dann technische Fragen auftauchen, ist es sicher eine gute Möglichkeit, da Antworten zu finden und eben auch Fragen zu stellen. Des Weiteren, wir organisieren auch immer mal wieder sogenannte Face-to-Face-Events, also wir tatsächlich mit den Leuten direkt in Kontakt treten, wo dann auch die Technologie nochmal genauer und live in Farbe vorgeführt werden kann. Wir haben 12 plus geplant weltweit. Für Deutschland ist eines in München am 21. November. Also das ist ein Freitag. Also wir haben noch die offizielle Kommunikation noch nicht angefangen, aber zumindest wisst ihr, da kommt was und wir werden euch da sicher auf dem Laufenden halten. Promotions, also das ist jetzt so ein bisschen der Marketing-Part, den ich da auch immer wieder gerne übernehme. Das eine ist die RealSense Challenge, da erzähle ich gleich noch was dazu. Martin und Thomas haben sie ja auch schon wunderbar erwähnt. Das ist das eine und das andere, was geplant ist, ist dieses Share Your App Showcase. Das ist auf unseren Webseiten, auf software.intel.com. Das haben wir momentan für Android, wo die Leute ihre Intel-optimierten Android-Anwendungen hochladen können und dann gibt es dann so einen Editors-Pick. Und wir schauen auch, dass wir dann die Anwendungen nochmal über unsere Social Media Channels promoten, in unsere Newsletter packen und so weiter und so fort. Also das ist ein Angebot, was wir euch geben können, um ein bisschen mehr Visibilität dazu zu gewinnen. Nächste Folie ist einfach nur noch mal ein paar Screenshots, damit ihr wisst, wie das aussieht. Aber viel mehr ist eigentlich auch nicht dabei. Das nächste sind physikalische Events. Das unten links kommt euch vielleicht bekannt vor. Die anderen sind mehr so ein bisschen polierte Marketing. Und jetzt zur Challenge. Also ich würde jedem dringend empfehlen, daran teilzunehmen. Also es ist Ende Juli schon gelauncht. Der Vorgang, der Mechanismus ist, dass zuerst Ideen eingereicht werden. Es können auch eine Person können mehrere Ideen einreichen. Also es ist nicht nur eine Idee pro Person. Das Ganze endet erst am 1. Oktober. Also ihr habt jetzt noch eine Menge Zeit, um euch die lustigsten Ideen zu überlegen. Sinnvollerweise wäre es auch ganz gut, wenn ihr technisch in der Lage wärt, dann diese Ideen umzusetzen oder zumindest ein Team habt, mit dem ihr das gemeinsam machen könnt. Die zweite Phase, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, die startet am 14. November. Das ist die Entwicklungsphase. Der Zeitraum zwischendrin ist deswegen relativ lang, weil wir erstens natürlich die ganzen Ideen
bewerten müssen. Die werden auch quergecheckt. Also ich glaube, jede Idee wird mindestens zweimal von unterschiedlichen Leuten angeschaut, um da wirklich ein ausgewogenes Meinungsbild zu bekommen. Das ist das eine. Und das andere, wir müssen natürlich auch die Kameras verschicken. Und nachdem das ein globaler Contest ist und es in die unterschiedlichsten Länder geht, ist das ein doch ein bisschen aufwendigerer Prozess, als man so glaubt. Und das wird halt alles auch aus den USA rausgesteuert. Und das Ende ist dann am 20. Januar und die Preise kommen dann im nächsten Jahr, 2015. Die Auflistung ist nochmal, wie gesagt, die Leute, deren Ideen akzeptiert werden, nur die sind in der Lage, dann eben in diese zweite Phase einzutreten. Die ersten 50 kriegen nochmal als Goodie 1.000 Dollar. Und dann teilt sich der Hauptgewinn quasi auf, also 10 kriegen 10.000 Dollar für den zweiten Preis, 5 kriegen 25.000 und der erste kriegt 50, genau, 25 plus 50 ist 50.000 Dollar, was letztes Jahr auch der Fall war. Wir hatten die eine RealSense Challenge, damals hieß es noch Perceptual Computing. Und da war einer der Hauptgewinner, der hatte eine Anwendung geschrieben mit Musik, also unterschiedliche Gesten genutzt, um Musik quasi zu, nicht imitieren, aber zu gestalten und zu designen. Und der war dieses Jahr mit unserem CEO, Brian Krzenich, auf der Keynote bei der CES. Also ich meine, es ist natürlich immer schön, 50.000 Dollar zu gewinnen, das ist eine coole Sache. Aber es besteht eben auch die Chance, dass wir weiter mit euch zusammenarbeiten. Wie gesagt, ich bin auch immer mit Thomas und Martin im engen Kontakt und wir machen ganz lustige Sachen gemeinsam. Das ist das eine oder andere, also die eventuelle Möglichkeit, da bei irgendeiner riesigen Veranstaltung mit unserem CEO auf der Bühne zu stehen, das ist, würde ich mal sagen, tendenziell unbezahlbar. Genau, das ist noch mal ein bisschen, sind noch ein paar Screenshots, ein bisschen mehr Informationen zu der Challenge. Ich denke, zu den einzelnen Kategorien haben Martin und Thomas schon genug gesagt. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht noch mal im Einzelnen drauf eingehen. Nächste Folie ist, ich lese nicht vor, ihr könnt euch das, nehmt euch die 10 Sekunden, lest euch das durch. Das ist ein Zitat von Gizmodo, ist natürlich ein bisschen amerikanisch eingefärbt, aber ist natürlich gut und schön, positives Feedback auch aus der Presse zu hören. Also daher, mein Call to Action ist quasi, schaut euch die Challenge an, meldet euch an, geht auf die Seite software.intel.com/realsense, registriert euch, dass ihr auch sofort eine Notification bekommt, wenn das Beta-SDK vorhanden ist. Und damit bin ich eigentlich quasi am... Oh, bevor ich es vergesse, ich poste es auch in die YouTube, links unten rein. Wir haben also eine gute Möglichkeit, noch mit uns in Kontakt zu bleiben, ist entweder bei Facebook, das ist Intel Developer Zone, oder auf Twitter, das ist @Intel Software. Da wisst ihr dann, was weiter in Sachen RealSense und gerade auf Twitter, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die jetzt nicht gerade tief technisch sind, aber irgendwelche Anliegen, dann könnt ihr uns da auch gerne darüber anpingen. Und damit übergebe ich wieder an meine Kollegin Kerstin. Ja, nochmal vielen Dank für eure Teilnahme. Super, dass ihr da wart. Ihr habt gemerkt, wir hatten zwischen den verschiedenen, also wir waren in 3 verschiedenen Locations mit jeder Menge Leute, etwas technische Schwierigkeiten zwischendrin, die ja doch schön gelöst wurden. Danke fürs Verständnis dafür und danke fürs... Schauen wir mal, ob noch irgendwelche Fragen da sind, die wir beantworten können. Ja, Kerstin, es gibt noch ein paar Fragen. Jordan, wir hören dich gar nicht mehr. Ja, es gibt eine Frage von Jakob gegen die Lösung von Microsoft. Während diese neue Kamera ist die Genauigkeit erreicht, die bei einem Controller oder Maus-Tastatur vorgegeben ist. Also im Endeffekt geht es um die Genauigkeit der Kamera, wenn man das vergleicht mit Maus und Tastatur. Genau. Okay, wir wiederholen einfach mal die Frage aus dem YouTube-Kommentar, und zwar fragt der Jakob Ginsburg.
Gestensteuerung war bei der Xbox 360 umsetzbar. Microsoft hat bei den neuen Xbox die Gestensteuerung aufgegeben. Inwieweit ist die neue Kamera besser und anders als die Lösung von Microsoft? Wie wird die Genauigkeit erreicht, die bei einem Controller oder Maus und Tastatur gegeben ist? Ja, womit beginnen wir? Also zunächst muss man einmal unterscheiden zwischen der Kinect und diesen Intel RealSense Kameras, und zwar dahingehend, was der Einsatzzweck ist. Bei der Kinect kann man sagen, dass es sich um eine Art General-Purpose-Kamera handelt, eine, die Ganzkörper-Tracking macht, ja, die nicht in der Lage ist, zum Beispiel einzelne Finger zu erkennen. Also zumindest nicht in der Auflösung, wie es die neue Intel RealSense Kamera macht. Ja, also es ist halt wirklich für einen anderen Einsatz, für ein anderes Einsatzgebiet konzipiert, während wir bei der RealSense-Kamera zumindest beim User-Facing-Teil bisher immer so im Bereich von einem Meter waren, was jetzt zwar durch die neue, Scene-Facing-Kamera ein bisschen relativiert wird, aber nicht vollständig, war Microsoft schon immer darauf fokussiert, Körper zu tracken im Bereich von bis zu 4 Metern. Und von daher ist es schon eine gewisse andere Herangehensweise. Also das Wichtigste bei der Kinect war immer das Skeleton-Tracking, während das bei der RealSense bisher noch nie ein großes Anwendungsgebiet war. Ja. Genau. Ansonsten, das schlägt genau in dieselbe Kerbe, wie in den Kommentaren vorgeschlagen wird. Ja, die Drohnensteuerung mit dieser Kamera ist eine nette Idee, aber warum nicht zum Beispiel eine Mio nehmen? Hier muss man vielleicht kurz erwähnen, aber dass allerdings dann ein Gerät am Körper angebracht ist, und wir reden ja von Gestensteuerung. Das heißt, wir wollen ja jetzt vermeiden, sage ich mal, dass wir irgendwelche Sensorik am Körper tragen. Genau. Haben wir sonst noch Fragen? Ja, wir haben eine Frage. Wie viele Kameras können gleichzeitig angesprochen werden? Oh, also bei der ersten Kamera, erste Generation, war es tatsächlich nur eine, aber wie war es bei der Nachfolgekamera? Ich meine, Monika, kannst du was dazu sagen? Monika? Oh, sorry, ich war on mute. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber wir können, wir werden die Frage im Nachgang beantworten. Okay, also genau, dann wird die Frage einfach im Nachgang beantwortet. Wir schreiben die Kontaktdaten auf und dann geht das seinen Weg. Genau, dann vielen Dank Thomas, vielen Dank Martin, vielen Dank Monika und Kerstin. Wir werden jetzt so die Ende von unserem Webinar machen. So für die Viewers, ihr könnt noch Ihre Frage natürlich unter das Video noch posten, und wir werden noch regelmäßig schauen, ob wir Antworten geben können. Vielen Dank. Tschüss. Servus. Ciao.